Fight Every Crisis, globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. Willkommen zur 13. Ausgabe der Ringvorlesung der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Mein Name ist Benjamin Haas, ich bin der Moderator der Veranstaltungsreihe. Wer sich irgendwann mal mit dem Konzept der Gemeingüter und Commons beschäftigt hat, der ist garantiert auch unserer heutigen Referentin Silke Helfrich begegnet. Sie ist die vielleicht bekannteste deutschsprachige Commons-Forscherin. Silke Helfrich hat romanische Sprachen sowie Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Ökonomie an der Uni in Leipzig studiert und war ab 1996 für die Heinrich-Böll-Stiftung tätig. Zunächst in Thüringen und dann leitete sie 8 Jahre lang das Regionalbüro für Zentralamerika, Kuba und Mexiko der Stiftung. Heute ist sie Freiautorin, Aktivistin, Forscherin und Bloggerin. Sie betreibt unter anderem den vielbeachteten Blog zu Commons. Und von 2018 bis 2019 war sie Fellow des Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Silke Helfrich ist auch die Mitgründerin des Commons Institute e.V. und dem Netzwerk für ökonomischen Wandel Now. Zuletzt ist gemeinsam mit David Bollier erschienen das Buch 2019 Fair, Frei und Lebendig – Die Macht der Commons. Das Buch ist als PDF frei auf der Verlagsseite verfügbar. Auch erwähnen möchte ich einen Sammelband, den sie gemeinsam mit Elinor Oström 2011 bei Ökom herausgebracht hat. Elinor Oström ist die erste Frau, der Wirtschaftsnobelpreis verliehen wurde und die sich ihr Leben lang mit Commons und Gemeingütern beschäftigt hat. Der Vortrag von Silke Helfrich heute trägt den vielversprechenden Titel Commons statt Marktstaat, eine Post-Corona-Sonate. Was sie mit der Post-Corona-Sonate meint, wird sie uns bestimmt gleich erläutern. In diesem Sinne, vielen Dank, Silke Helfrich, dass du heute hier bist und deinen Vortrag hältst. Und the floor is yours. Ganz herzlichen Dank, Benjamin. Vielen Dank an alle da draußen in der Welt, die sich hier zugeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin natürlich dieser Hochschule sehr verbunden, bin ja Alumna aus dem sogenannten Pionierjahrgang. Auch das ist schon wieder ein paar Jahre her. Tja, was hat das mit diesem Titel auf sich? Ich finde, man erkennt ja schon an dem Titel, dass wir ihn vor einigen Monaten ersonnen haben. Eine Post-Corona-Sonate. Corona ist noch nicht vorbei. Wir sind noch mittendrin. Aber was dennoch klar und deutlich bleibt, ist, nach Corona sollte es eine andere Art des Wirtschaftens geben und auch eine Veränderung in der Lebensweise als die, die wir vorher als normal begriffen haben. Darüber möchte ich ein klein wenig reden heute. Die Komposition, sehr kurz und knapp zur Einführung, möchte ich ein paar Worte sagen zum Charakter dieser Pandemie. Dann im Hauptsatz das Thema Marktstaat in 3 Variationen und dann in der Durchführung gewissermaßen die Muster des Commoning, also dieser Hinweis darauf, die Welt, die Produktion, die Institutionen anders zu denken und zu gestalten. Auch das in 3 Variationen mit einem ganz kurzen Schluss. Und der erste Punkt, der gerade an einer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und sicher auch all jenen am Herzen liegt, die hier zugeschaltet sind, ist ja die Erkenntnis, dass die Corona-Pandemie keine Naturkatastrophe ist, sondern genau wie der Klimawandel menschengemacht. Und genau wie der Klimawandel wussten wir schon, bevor es sozusagen zum Ausbruch kam, sehr viel über die Pandemien und ihre Gefahren. Seit 1993 gab es insgesamt 17 hochkarätige Warnungen vor einer, nicht vor irgendeiner Pandemie, sondern vor einer Corona-Pandemie. Die letzte, das sieht man hier im Bild, rund um die Forschergruppe von Peng Su oder Xu, vielleicht kann mir da bei der Aussprache jemand helfen, erfolgte dann am 2. März 2019, also 9 Monate vor Ausbruch. Und genau wie beim Klimawandel oder beim Klimaumbruch wissen wir eigentlich auch, was zu tun ist. Also wir wissen zumindest, was zu tun ist in dem Moment, wo das Virus sozusagen überspringt und damit droht, viral zu gehen. Wir müssen nämlich technisch gesehen etwas sehr Einfaches tun, die Wirte den Viren entziehen und damit sozusagen uns selbst den Viren entziehen.
Das ist genau die Forderung, die jetzt nochmal bei der Zero-Covid-Initiative im Zentrum steht. Und genau wie beim Klimawandel auch, braucht es ein besseres, ein tieferes Verständnis von den Zusammenhängen dieser Phänomene, die wir da beobachten, mit unserer Wirtschafts- und Lebensweise und überhaupt ein tieferes Verständnis unserer Wirtschafts- und Lebensweise, um das Krisenphänomen zu begreifen. Und in der öffentlichen Diskussion ist genau das, also in welchem Kontext, mit welchen Zusammenhang gibt es zur Wirtschaftsweise, welches Zusammenhang gibt es zu unserer Lebensweise, genau dieses ist ein randständiges Thema. Und ich kann das jetzt nicht vertiefen, ich möchte nur zwei Aspekte dieses Zusammenhangs benennen. Markus Wissen hat vor einigen Wochen hier in dieser Vorlesung darauf auch schon hingewiesen. Das erste ist, dass man eigentlich sagen kann, dass es gibt diese Pathogene, aber dass die verheerende Wirkung dieser Pathogene gewissermaßen kultiviert ist. Kultiviert aber nicht im Labor, wie einige meinen, also nicht im Labor durch einige Akteure, sondern gewissermaßen gesellschaftlich kultiviert durch unsere Art des Wirtschaftens. Das trifft insbesondere zu für die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft und die daran angehängte Lebensmittelindustrie, die ja bedeutet, und das kann man beobachten über die letzten Jahrzehnte, dass die Agrargrenze immer weiter in die Wildnis hineingeschoben wird. Das wiederum geht einher mit einem Artenschwund. Dieser Artenschwund wiederum geht einher mit einer geringeren Kapazität, sozusagen der Virenherr zu werden, mit den Viren umzugehen, die in der Wildnis leben und sie sozusagen dort zu isolieren. Und das wiederum ist auch nur eine Folge der Umnutzung von Land und Flächen. Und das wiederum hängt zusammen mit der Eigentumsfrage. Die Eigentumsfrage ist eine der zentralen Fragen in der Commons-Diskussion. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Ein zweiter Aspekt ist die Kommodifizierung von Wildtieren, also der zunehmende Handel mit Wildtieren. Da geht es auch nicht nur um den Handel mit Wildtieren, sondern um den Zusammenhang mit Straßenbauprojekten, Infrastrukturprojekten, Bergbauprojekten, die sich Schneisen in die Wälder schlagen und sozusagen die Grenzen der Ausbeutung immer weiter vorantreiben. Und damit in dieser extraktivistischen Manier dafür sorgen, dass es immer mehr Begegnungen mit Viren gibt, die normalerweise in der Wildnis isoliert sind. Also sie sind immer da, nur isoliert und durch die Art, sozusagen, wie wir uns Wildnis erobern, aneignen, wie wir sie quasi umwenden, werden sie zum Problem. Das genau begünstigt die Zoonosen, also das Überspringen der Pathogene von den Tieren auf die Menschen. Und deswegen ist der Blog, den dieser Mann betreibt, Rob Wallace, sicher einer der wichtigsten und kenntnisreichsten Forscher zu diesem Zusammenhang. Der Name des Blogs, den dieser Mann betreibt, der spricht eigentlich Bände. Der heißt, seit Jahren tut er das, seit, ich glaube, Jahrzehnten schon, Farming Pathogens. Ja, und dieses Buch, was ich hier abgebildet habe, Big Farms Make Big Flu, da kann man für die vergangenen Pandemien, die es gegeben hat, oder auch Epidemien, sehr gut nachvollziehen, worin genau dieser Zusammenhang besteht und was ihre Akteure waren. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass sich das Virus nicht verbreitet, sondern wir verbreiten es. Das klingt banal, ist aber ein ziemlich relevanter Unterschied. Ja, und übrigens verbreiten wir es ja sozusagen nicht nur entlang touristischer Bewegungen, sondern eben auch entlang globaler Wertschöpfungsketten. Man muss sich nur mal klar machen, dass 51.000 Unternehmen weltweit einen oder mehrere Lieferanten in Wuhan haben. Dieser 11-Millionen-Stadt, die viele von uns wahrscheinlich vor zum Ende des letzten Jahres noch nicht kannten. Aber hier steht für mich jetzt gar nicht dieser politökonomische Aspekt im Vordergrund, wenn ich sage, das Virus verbreitet sich nicht, sondern wir verbreiten es, sondern etwas ganz anderes. Nämlich die Tatsache, dass das Virus uns außerordentlich attraktiv findet.
Sobald wir ihm begegnen, verliebt es sich in uns. Und wie das bei Verliebten so ist, mag es alles, was wir tun. Schon nach wenigen Tagen möchte es unsere Eltern kennenlernen, unsere Kinder, unsere Freunde und alle, die wir gerne mögen. Es begleitet uns zur Arbeit, zum Einkaufen und auf Reisen in den Urlaub. Es hat genau die gleichen Vorlieben wie wir, schüttelt den Leuten freundlich die Hand, begleitet uns abends in die Kneipe und ist ziemlich begeistert, wenn wir am Stammtisch über Politik und das Leben im Allgemeinen debattieren. Was ich also damit sagen will, worauf ich hinweisen möchte, wenn ich sage, Viren verbreiten sich nicht, ist auch etwas, was wir alle im letzten Jahr gelernt haben, nämlich, dass Viren keine Lebewesen sind. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und können ohne ihre Wirte, also ohne uns, gar nichts tun. Sie können nicht drohen, wie das in der Presse immer so schön heißt. Sie können auch nicht wüten, wie oft geschrieben wird. Sie können auch nicht ihr Unwesen treiben, sind schon gar nicht böse. Sie können eben nicht mal um die Welt reisen, sondern Viren sind, so kann man das vielleicht ausdrücken, Beziehungswesen. Und über diese Beziehung sozusagen, die wir zu diesen Viren eingehen, müssen wir uns Rechenschaft ablegen. Denn die Verbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie hat sozusagen überhaupt nichts mit dem Virus zu tun, sondern einzig und allein mit unserer Mobilität, mit den existierenden Infrastrukturen und den damit verbundenen Energie- und Transportflüssen. Nur mal als Beispiel, also im Mittelalter hat die Pest noch 30 Jahre gebraucht, Pest gibt es übrigens noch heute, im Mittelalter hat sie noch 30 Jahre gebraucht, um von Asien nach Europa zu reisen. Heute sind das nicht mal 30 Stunden. Wir tragen also in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit Pathogene durch die Welt. Und schon das macht ja den Zusammenhang zwischen Produktions- und Lebensweise und der Pandemie schlagartig klar. Im Fall von SARS-CoV-2 passiert sogar noch etwas ziemlich Außergewöhnliches, das uns in Zukunft öfter begegnen wird, weil es eben mit unserer Lebensweise zusammenhängt oder mit unserer Wirtschaftsweise zusammenhängt. Und das ist, dass sagen die ursprüngliche epidemiologische Erkenntnis, dass ein Virus, das sehr schnell tötet, sich sozusagen deswegen totläuft, weil einfach die Wirte schneller sterben, als es mit uns reisen kann, diese Erkenntnis gilt nicht mehr. Heute geht selbst ein Virus, das in 3 Tagen tötet, trotzdem um die Welt. Oder anders gesagt, es stimmt nicht, dass das Virus keine Grenzen kennt. Wir kennen keine Grenzen. Und in diesem Zusammenhang entbehrt es ja nicht einer gewissen Ironie, dass der erste deutsche Corona-Fall ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferers war. Und grundsätzlicher noch kann man sagen, in diesem Nachdenken über die Beziehung zwischen uns und dem Virus, dass es quasi keine Welt da draußen gibt, die uns äußerlich ist, sondern wir stehen mit dieser Welt im Austausch, in Beziehung. Wir schaffen Verhältnisse, Mensch-Natur-Verhältnisse, die ganz entscheidend sind für den Verlauf solcher Ereignisse. Und wenn wir uns diese Verhältnisse genauer anschauen, das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht tun, vielleicht später mal, wenn ich meine Gedanken dazu aufschreibe. Wenn wir uns also diese Verhältnisse genauer anschauen, dann wird auch klar, wie der Virologe Larry Prion sagt, Virenausbrüche kann man nicht verhindern, eine Pandemie schon. Die Frage ist nur, ob man eine Pandemie unter den gegebenen, existierenden, dominierenden gesellschaftlichen Verhältnissen verhindern kann. Jedenfalls werden wir mit dem Virus leben müssen. Und dafür wäre es eben sinnvoll zu verstehen, dass das Virus ein Beziehungswesen ist und wie wir diese Beziehung gewissermaßen gestalten wollen. Oder anders gesagt, das Virus ist ein Virus. So viel mal zur Einführung und damit kommen wir zum Hauptsatz. Das Virus, diese Pandemie, ist ja eingeschrieben in einen ganz bestimmten historischen und sozioökonomischen Kontext.
Und so viel wir auch hören, jeden Tag, sobald wir das Radio anschalten oder die Zeitung aufschlagen oder auch mit unseren Nachbarinnen reden, geht genau dieser historische, sozioökonomische Kontext ganz oft unter im großen Rauschen von Statistiken, Anekdoten, Zahlen, Graphen und der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Eines der Merkmale dieses historischen Kontexts stellen wir in unserem letzten Buch, das eben schon erwähnt worden ist, vor und benennen das mit dem Begriff des Marktstaates. Historisch gesehen ist dieser Marktstaat ein Ergebnis der, um den Universalhistoriker Yuval Harari zu zitieren, der folgenschwersten gesellschaftlichen Revolution aller Zeiten. Und damit meint Harari nichts Geringeres als oder nichts anderes als das Verschwinden von Familie und Gemeinschaft und ihre Verdrängung durch den Staat und den Markt. Das ist ein ziemlich schwerwiegender Befund, ohne den die Moderne und auch unser heutiges Leben eigentlich gar nicht zu erklären ist. Und deswegen will ich mich noch einen kleinen Moment damit aufhalten. Die Frage ist ja, wie hat diese Verdrängung stattgefunden und was tritt jetzt anstelle von Familie und Gemeinschaft? Yuval Harari nennt es erfundene Gemeinschaften. Erfundene Gemeinschaften, die aus Millionen von Menschen bestehen und perfekt auf die Anforderungen von Markt und Staat zugeschnitten sind. Wie genau können wir uns das vorstellen? Zwei Beispiele, die wichtigsten, die in dieser Pandemie und im Umgang mit dieser Pandemie eine absolut zentrale und nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Zwei wichtige Beispiele für sogenannte erfundene Gemeinschaften sind die Nation einerseits und die Verbraucher andererseits. Die Nation ist die erfundene Gemeinschaft des Staates, die Verbraucher sind die erfundene Gemeinschaft des Marktes. Und ohne diese Erfindungen sozusagen sind die Religionen des Konsumismus und Nationalismus gar nicht denkbar. Yuval Harari schreibt, die Religionen des Konsumismus und Nationalismus arbeiten auf Hochtouren, um uns einzureden, dass wir mit Millionen von Unbekannten einer einzigen großen Gemeinschaft angehören, mit ihnen eine Vergangenheit haben und mit ihnen eine Zukunft teilen. Das ist keine Lüge, sondern lediglich ein Fantasieprodukt. Was bedeutet diese Dominanz der Institutionen von Markt und Staat nun konkret? Und was meinen wir, wenn wir diese beiden Begriffe, diese beiden Institutionen fusionieren und vom Marktstaat sprechen? Salopp gesagt bedeutet das, dass das gesamte Gemeinwesen, scheinbar natürlich, vom Markt abhängt. Oder anders gesagt, aus Sicht des Staates, von marktvermittelt generierten Steuereinnahmen. Es bedeutet, dass unsere Arbeitsplätze davon abhängen, die Gehälter unserer Lehrerinnen und die Müllabfuhr. Und damit hängt auch alles davon ab, dass wir als Konsumentinnen möglichst viel kaufen. Oder wie Minister Altmaier der Bild verraten hat, das Einkaufen, gute Kundin zu sein, ist eine patriotische Aufgabe. Und man muss sich das mal klar machen, dass das nicht einfach nur so dahingesagt ist und nicht einfach nur ein Lapsus, sondern sozusagen eigentlich ist es logisch, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier so denkt. Denn so sind unsere, in diesen Abhängigkeitsverhältnissen sind unsere Institutionen gebaut. Es ist so, wie Wirtschaft heute gedacht ist und so, wie staatliche Institutionen sozusagen an dieses Wirtschaftssystem geknüpft sind. Es ist der Spiegel dessen und daher kann Peter Altmaier gar nichts anderes denken. Verkehrsminister Andi Scheuer bringt dasselbe mit einer gewissen politökonomischen Klarheit auf den Punkt, ob gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt. Ja. Die Elektroautos, sagt er in einem Interview im vergangenen September, die bekäme man schon noch an die Kundschaft.
Es waren also die Autos, die im ersten Lockdown auf Halde geblieben sind. Nur beim Verbrenner, da stehen viele, viele moderne Fahrzeuge auf Halde. Und die müssen vom Hof, damit neue nachproduziert werden. Das ist genau der Produktionszyklus. Ohne Produktion auch keine Arbeitsplätze. Wenn ihr das jetzt so innerlich sozusagen durchgeht, dann ist das alles total konsistent, macht sehr viel Sinn. Und man kann dem zustimmen, ohne Produktion keine Arbeitsplätze. Das Problem ist nur, dass das nicht nur das Scheuersche Argumentationsende ist, oder genauer gesagt, es ist ein Argumentationsabbruch. Auf der Suche nach einer Ökonomie der Zukunft wird es daher ganz zentral um die Frage gehen, wie halten wir es mit der Lohnarbeit? Was tritt anstelle der Lohnarbeit? Und Scheuer ist auch deswegen politökonomisch klar, weil er hat ja recht, dass die Autos, die jetzt am Hof stehen, auf Halde stehen, vom Hof müssen, weil der Wert in einer kapitalistischen Marktwirtschaft sich ja erst nachträglich realisiert. Also nicht nur nach der Produktion, sondern tatsächlich erst nach dem Verkauf. Und nicht nur das Argumentationsende, dieses alles hängt an den Arbeitsplätzen, ist erhellend, sondern auch der Argumentationsanfang. Beziehungsweise die Tatsache, dass die zentrale Frage, die wir uns eigentlich immer stellen müssen, sobald wir anfangen, über Wirtschaft, den Sinn des Wirtschaftens, die Definition von Wirtschaft nachzudenken, die zentrale Frage nämlich, was brauchen wir wirklich, in dieser Perspektive, im Marktstaat, überhaupt nicht mehr vorkommt. Und entsprechend ist es ja logisch sozusagen, dass es mitten im Lockdown, im ersten, im zweiten, in dieser ganzen mit tatsächlich militaristischen Begriffen beschriebenen Krise, vom Wiederaufbau redet die Europäische Union, redet das Wirtschaftsministerium, redet selbst ein grüner Politiker wie Sven Giegold, als hätten wir gerade den Zweiten Weltkrieg überlebt. Es ist jedenfalls logisch, dass in so einer Konzeption sozusagen eine öffentliche Debatte darüber, ob wir vielleicht von verschiedenen Dingen nicht nur weniger verkaufen müssen, sondern sie vielleicht gar nicht mehr produzieren wollten. Ich denke da an Kreuzfahrtschiffe, Hochseetrawler oder auch Flugzeuge. Solche Fragen, die ergeben tatsächlich in der dominierenden Konzeption von Wirtschaft keinen Sinn. Zusammengefasst, unser Staatswesen ist von der Marktwirtschaft nicht nur abhängig, es ist ihr ausgeliefert. Das erklärt auch den Begriff der marktkonformen Demokratie, den nicht nur Angela Merkel benutzt. Die Corona-Krise trifft daher sowohl die Wirtschaft als auch das politische System ins Mark. Und genau das, dieser Zusammenhang der Marktstaat, macht es so schwer, über Markt und Staat hinauszudenken. Nochmal, Markt und Staat heißt, nicht nur der Markt ist vom Staat abhängig, Rechtssicherheit, Infrastrukturen und so weiter, sondern auch der Staat hängt am Tropf des Marktes. Und genau diese Verknüpfung ist ein Schlüssel dafür, dass wir jetzt plötzlich Dinge beobachten können, die konnte man sich früher gar nicht vorstellen. Sowas wie in Rekordzeit wird ein Rettungspaket von 130 Milliarden Euro der Bundesregierung geschnürt. Das war das Rettungspaket von Anfang Juni des vergangenen Jahres, oder das Wiederaufbauprogramm der EU, das 1,35 Billionen Euro, ich habe mir das mal aufgeschrieben, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Wir haben dann mal versucht, das zu übersetzen, in wie viele Studierende könnten an der Cusanus-Hochschule da 3 Jahre ihren Bachelor studieren und die ganze Zeit die Studiengebühren bezahlen. Auch das war noch eine Zahl, die ich mir noch nicht so richtig vorstellen konnte. Jedenfalls wird über diesen Zusammenhang deutlich, wie es kommt, dass plötzlich Geld im Überfluss da ist. Man muss den Zusammenhang erhalten. Und ich will
da ein bisschen reingehen, weil es wichtig ist zu verstehen und zu begreifen, warum wir so dringend sozusagen gesamtgesellschaftliche Alternativen brauchen, die nicht nur das Miteinander anders denken, sondern auch das Wirtschaften und die Art, wie unsere Institutionen, die politischen und auch die rechtlichen Institutionen aufgebaut sind. Eben das ist es, was ich unter Commons verstehe. Ich möchte also diesen Marktstaat in drei Variationen vorstellen. Das erste regt mich fast am meisten auf, wird aber viel gelobt. Das erste ist das Thema Kurzarbeit. Ich habe mal versucht, es in einem Schema darzustellen, was da eigentlich passiert. Denn es ist ja schon auffallend, dass alle Politikerinnen rechts wie links, egal welcher Couleur, finden, das ist das Mittel der Wahl. Natürlich ist es nur das Mittel der Wahl von solchen reicheren Nationen wie der Bundesrepublik Deutschland. Die Diagnose, die Corona-Wirtschaftshilfen, das ist ja unschwer zu erkennen an diesem Beispiel Kurzarbeit, die haben ja einen Lohnarbeitsbias. Also das heißt, die setzen schon grundlegend auf dieser Spaltung entlohnte Tätigkeit einerseits und nicht entlohnte Tätigkeiten, Care-Arbeiten oder andere auf der anderen Seite. Und wir wissen natürlich auch, und das haben Sie ja auch in der Vorlesung von Gabriele Winker gehört, dass dieser Lohnarbeitsbias wiederum auch einen Gender-Bias hat. Aber entscheidend für meinen Blick jetzt auf die Lohnarbeit in diesem kleinen Denkversuch, den wir hier gemeinsam machen werden, ist jetzt nicht grundsätzlich dieser Bias, sondern tatsächlich möchte ich mal auf die Mittelflüsse gucken. Also wer bekommt eigentlich was? Wer zahlt dem da wem was? Und wie ist eigentlich der Kreislauf sozusagen der Gelder und der Produkte und der Dienstleistungen, um die es da geht? Schauen wir uns das mal näher an. Wir haben da quasi die Unternehmen, Institutionen des Marktes, in der Mitte den Staat und unseren öffentlichen Haushalt, unten rechts und links sind wir, sind einige Menschen. Manche von denen arbeiten in dieser Fabrik, die da oben dargestellt ist, und andere nicht. Also manche von denen geben Arbeit und Lebenszeit sozusagen in das Unternehmen. Ich würde ja immer sagen, das sind diejenigen, die Arbeitgeberinnen sind. Und dafür werden sozusagen Produkte und Dienstleistungen produziert, die dann auch wieder zurückgehen an diejenigen, die sie produzieren, aber auch an alle anderen, die sogenannten Kundinnen oder Verbraucherinnen, die erfundene Gemeinschaft der Verbraucher. Der Staat, ja, bietet Infrastruktur und Daseinsfürsorge für die Menschen, sowohl für diejenigen, die in Lohnarbeit stehen, als auch für die anderen, und bietet aber auch Infrastruktur, aber auch sowas wie Rechtssicherheit für die Akteure des Marktes. Das ist es, wie das sozusagen normalerweise ganz grob dargestellt läuft. Dafür zahlen die Unternehmen den Arbeitenden dort Löhne, die Löhne bekommen, und auch die Verbraucherinnen zahlen Steuern. Und auch die Unternehmerinnen zahlen Steuern an den Staat. Das ist also der Fluss, wie wir ihn normalerweise kennen. Was passiert jetzt? Ich gehe nochmal zurück. Beim Thema Kurzarbeit. Beim Thema Kurzarbeit ist es so, ihr seht hier diesen zusätzlichen Pfeil in der Mitte auf der rechten Seite, der vom Staat zu den Unternehmen geht. Und von dort sozusagen direkt in die Löhne fließt. Manchmal ist es so, dass 67%, also dieser dunkelgrüne Pfeil, das sind 67%, je nachdem, wie die jeweilige Kurzarbeitsregelung ist, sozusagen der Löhne, die den Arbeiterinnen ausgezahlt werden, vom Staat geschultert werden. Und mitunter legen die Unternehmen sozusagen den Rest bis zu 100% dann drauf. Wenn das jetzt also der Fall ist und wir gehen davon aus, dass wir erstens Unternehmen mit einer gewissen Betriebsgröße haben, dass sich zweitens die wirtschaftliche Entwicklung vielleicht gar nicht so desaströs darstellt, wie man das zu Beginn einer Pandemie
angenommen hat. Und dass sich drittens, und das war im März vergangenen Jahres ganz eindeutig der Fall, die Kurzarbeiterregelungen relativ schnell verabschiedet werden, auch relativ unbürokratisch gehandhabt werden und die Unternehmen sehr, sehr schnell Gebrauch davon machen, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Lohnkosten pro Arbeiterin verringern, die Profitabilität der Unternehmen steigt, die Spareinlagen, das sieht man hier links im Bild, der Lohnarbeitenden steigen und ganz unten die Schuldenlast der öffentlichen Haushalte auch nach oben geht. Genau, falls der Einbruch also nicht wie erwartet stattfindet, ist die Profitabilität höher, da die Kosten pro Arbeitskraft sinken, die privaten Spareinlagen der Beschäftigten steigen und die öffentlichen Schulden steigen und werden sozialisiert. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass die Kurzarbeit zur sozialen Spaltung beiträgt. Und ich möchte nur mal zeigen, sozusagen von welchen Dimensionen wir hier reden. Das hier zeigt die Anzahl der Kurzarbeiterinnen in Deutschland von 1999 bis 2000 und dann in den Monaten von Januar bis November 2020. Also man sieht hier fast nur das Jahr 2020. Jetzt klappe ich das mal auf. Was man da ganz unten sieht, diesen kleinen Ausreißer, das ist die Kurzarbeit der Finanzkrise 2008, 2009. Das heißt, es hat nicht nur sozusagen einen sehr schnellen Zugriff auf dieses historisch bewährte Instrument gegeben, sondern es waren zeitweilig über 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Aber der Punkt des Framings, der ist ja auch noch interessant. Nämlich eigentlich müsste das ja nicht Kurzarbeit heißen, sondern Nichtarbeitsgeld. Ja, das ist ja tatsächlich so, dass man das Kurzarbeitergeld nur kriegt, wenn man sozusagen nachgewiesenermaßen tatsächlich nicht arbeitet. Also die Leute in den Firmen, die dürfen sich dann nicht in ihre Computer einwählen und solche Dinge. Und das ist ja interessant, dass an dieser Stelle es über Monate hinweg sozusagen honoriert wird, dass wir nicht arbeiten, während die politische Diskussion bei genau demselben Vorschlag, der dann bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundauskommen heißt, sozusagen plötzlich selbst von der SPD abgelehnt wird. Und insofern finde ich schon, wir sollten das Argument Kurzarbeit, da werden wir doch auch fürs Nichtstun bezahlt, sage ich jetzt mal, durchaus nutzen, um die Chancen, die darin liegen, für eine Veränderung in unserem Blick auf Lohnarbeit, daran hängt ja, wie gesagt, alles, durchaus wieder in die Diskussion zu bringen. Inmitten dieser ungeheuren, nie dagewesenen Krise, die wir mit militärischen Begriffen beschreiben und für die Wiederaufbauprogramme in ungesehener Höhe gestartet werden, mitten in dieser Krise, wird nicht nur das Vermögen der Reichsten immer mehr, gibt es in Deutschland nicht nur zunehmend mehr Milliardäre, steigen nicht nur die Gewinne von Facebook, Amazon und Apple und Zoom ins Unermessliche, sondern tatsächlich ist es so, dass die privaten Geldvermögen auch der Mittelschicht, also der Lohnarbeitenden, sozusagen auf Rekordhöhe sind und die Deutschen, also diejenigen, die einen Job haben und von diesen Instrumenten mit ihrem Lohnarbeitsbias profitieren, so viel wie nie auf die Seite legen und die Volks- und Raiffeisenbanken, man muss das so salopp sagen, nicht wissen, wohin mit dem Geld. Deswegen, und ich habe ein kleines Projekt gemacht, wo auch Studierende der Gesangshochschule mich unterstützt haben und da beteiligt waren und unter anderem dieser Blog von Markus Buggenmeier rausgekommen ist, kann man schon auf den Gedanken kommen, dass Kurzarbeit sowas wie ein Blankoscheck zur Sicherung von Vermögen ist. Das Wort großer würde ich vielleicht in diesem Titel streichen. Und dass wir daher ganz andere Instrumente brauchen, die nicht sozusagen auf diesem Lohnarbeitsbias, der mit diesem Marktstaatszusammenhang verbunden ist, abhängt. Ein zweites Element, eine zweite Variation dieses Marktstaatsdaseins ist, dass weil wir immer so denken, weil sozusagen Wirtschaftsminister Peter Altmaier eigentlich gar nicht anders denken kann, als dass wir Patriotinnen sind, wenn wir möglichst viel einkaufen und
wenn sozusagen die Autos, die in einer Pandemie auf Halde stehen, obwohl wir sie gar nicht brauchen, trotzdem vom Hof gekauft werden müssen. Weil das so ist, werden wir blind für Lösungen jenseits des Marktstaates. Wir können uns sozusagen gar nicht mehr vorstellen, was es konkret bedeutet, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Und dass man dieselbe, wie ein afrikanisches Sprichwort sagt, und dass man dieselbe Idee, dass es vielleicht ein ganzes Dorf, eine Gemeinschaft, ein Netzwerk, auf jeden Fall aber mehr Generationenhaushalte bräuchte, um zum Beispiel soziale Arbeit und Pflegearbeit wieder mehr zu übernehmen. Und eines der Hauptprobleme, die diese Pandemie ausgemacht haben, sind ja beispielsweise die Ausbrüche in Altenheimen und in Pflegeheimen. Und auch das hat natürlich vor allem damit zu tun, wie Pflege heutzutage und Altenpflege heutzutage organisiert ist. Das ist ja seit Jahrzehnten so, dass soziale und pflegerische Tätigkeiten mehr und mehr bürokratisiert und auch professionalisiert werden. Und mit professionalisiert meine ich jetzt nicht nur das sozusagen notwendige fachliche Können, sondern eben tatsächlich auch sozusagen dieses Überführen der Pflege in Lohnarbeit und Dienstleistungen, die letztlich dazu führen, dass die zu pflegenden Kundinnen werden. Und das natürlich nicht sozusagen in den Augen und in den Herzen der Menschen, die in diesen Berufen sind, aber so sozioökonomisch und analytisch betrachtet ist das ganz schlicht der Fall. Das heißt, wir brauchen neben dieser Trennung, neben dieser Segregierung der Menschen nach Altersgruppen eben auch ein durchindividualisiertes Sorgeverständnis, ja, damit wir überhaupt in diesen unterschiedlichen getrennten Rollen Pflege gewährleisten können. Und dabei übersehen, dass wir vielleicht diesen ganzen Sektor, diesen ganzen Bereich auch jenseits der Lohnarbeit neu organisieren müssen. Und eine dritte und letzte Variation dieses Marktstaatsthemas ist, dass es sich auch in der Forschungspolitik zeigt. Es ist ja nicht konkretes menschliches Leid, sondern es ist die politökonomische Bedeutung einer Krankheit, die sich direkt in Forschungsgelder übersetzt. Oder anders gesagt, Forschungspolitik im Pharma- und Medizinbereich ist patentorientiert und nicht patientenorientiert. Sie ist am Markt orientiert und nicht an der Frage, wie wir sozusagen der größtmöglichen Anzahl von Menschen auf dieser Welt mit einem größtmöglichen Zugang dieser Menschen zu den verfügbaren Therapien helfen können. Und genau diese Patentierung, diese Patentorientierung, und das ist ja nichts anderes als die Fixierung auf die Denkform und die Rechtsfigur des geistigen Eigentums, die trägt dazu bei, dass Politikerinnen auch hier wieder à la Couleur und auf allerhöchster Ebene, nicht nur Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron oder Ursula von der Leyen, in ihren Sonntagsreden tatsächlich davon reden, dass der Impfstoff, und das war im Frühjahr des vergangenen Jahres, als globales öffentliches Gut oder auch als Gemeingut verfügbar sein soll. Und dann aber, wenn es konkret an die Verteilung geht, solche Bilder entstehen. Was man hier sieht, das ist eine Übersicht von Medico International, ist die Verfügbarkeit der Vakzine, der Impfstoffe, auf die sich insbesondere die Länder, die hier dunkelgrün eingezeichnet sind, ja schon vor vielen Monaten sozusagen den Zugriff gesichert haben, indem sie einfach die Chargen bestellt haben. Man sieht also hier sozusagen, wie die anderen, die nicht die Möglichkeiten haben, über ihre Finanzkraft sich Impfstoffe für die je eigene Bevölkerung zu sichern, wie die sich hinten anstellen müssen. Ich fand, man sieht auch hier nochmal, dass das Wettrennen der Corona-Impfungen, das ist die Anzahl der verabreichten Einzelimpfdosen je 100 Personen
in Ländern weltweit zum 17. Januar, also vor einigen wenigen Tagen. Und man braucht nur mal kurz die Liste durchzugehen, um zu wissen, sozusagen, wie die im ökonomischen Ranking der einzelnen Nationalstaaten untereinander dastehen. Was also ganz zutreffend ist, ist dieser Begriff des Impfnationalismus, gegen den sich auch in den Sonntagsreden immer gern verwahrt wird. Aber de facto trifft die Prognose oder die Diagnose von dem Soziologen Stefan Lessen nicht zu, dass Solidarität politisch verlässlich an den Staatsgrenzen endet. Wir erinnern uns an Yuval Harari und seinen Gedanken von der Nation als erfundene Gemeinschaft, die wir dann doch eher schützen als die anderen. Es gilt also auch im Globalen, was für uns hier innerhalb der einzelnen Länder gilt, nämlich, dass eine Pandemie nicht klassenblind ist. Kleines Beispiel aus Großbritannien. Bis zum Sommer 2020 starben an Covid-19 auf je 100.000 Personen 40 HilfsarbeiterInnen und 12 AkademikerInnen. Und damit bin ich am Schluss dieses zweiten Teils mit einer Erkenntnis, auch wieder einem Akronym, das ich eigentlich ganz sinnig fand. Wenn wir sagen, dass die Pandemie nicht klassenblind ist und wenn wir zudem sozusagen die Frage stellen, über die Epidemiologinnen sehr oft nachdenken, nämlich oder auch diejenigen, die Krise beobachten, also die Wirtschaftskrise beobachten und nun darüber spekulieren, welchen Verlauf diese Kurve nehmen wird. Ja, also wird sie wie das V, geht das jetzt drastisch nach unten mit dem Bruttoinlandsprodukt und dann nach dem ersten Lockdown drastisch wieder rauf? Oder wird das so sein, dass wir einen drastischen Absturz haben, das L, und dann sozusagen eine lange Phase der Krise? Oder wird es so sein wie im U, sozusagen, dass es einen drastischen Abschwung gibt, eben durch den Lockdown, und dann geht das allmählich wieder nach oben? Es hat sich gezeigt, dass auch zu diesen eher klassischen Verläufen eine neue Erkenntnis hinzugetreten ist, nämlich, dass wir den Kriegsverlauf in Wirklichkeit mit einem K beschreiben können. Es gibt einen drastischen Absturz, einen Lockdown, und dann geht es relativ schnell für die Vermögenden und nicht nur für die ganz Reichen, sondern eben bezogen auf diesen Lohnarbeitsbias und sozusagen die Marktstaatskonfiguration, für alle die, die sozusagen Teil dieses Marktstaatssystems sind, wieder nach oben, während es für die anderen, und im globalen Süden ist das ganz dramatisch, all das, was man den informellen Sektor nennt und was überhaupt nicht gezählt wird, ganz dramatisch nach unten geht. Um das nicht anekdotisch abzuschließen, sondern einfach nochmal zu belegen, was das konkret bedeutet, mag man sich an das erste Covid-19-Opfer in Rio de Janeiro erinnern. Das ist ja auch eine extrem gespaltene Stadt. Das erste Covid-19-Opfer in Rio de Janeiro war eine Hausangestellte, die am 19. März 2020 verstorben ist. Und zwar hat sie sich angesteckt bei der Frau, bei der sie gearbeitet hat, die kurz zuvor aus dem Skiurlaub in Italien zurückkehrte, bereits einen Test gemacht hatte, aber es versäumt hatte, ihre Hausangestellte darüber zu informieren. Und damit sind wir sozusagen beim dritten Teil, bei dieser Frage, wenn wir am Anfang gesagt haben, man kann Virenausbrüche nicht verhindern, aber eine Pandemie sehr wohl, und dazu die Frage gestellt haben, ist es denn möglich, Pandemien unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen zu verhindern? Dann würde ich fast sagen, das ist nicht möglich, denn unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen ist quasi nach der Pandemie vor der Pandemie. Und wie aktuell das ist, ja, das kommt eher aus berufenerem Munde als aus meinem. Also
Christian Drosten, den ja wohl wahrscheinlich inzwischen alle kennen, der hat gerade dem Kapital ein Interview gegeben, also vor wenigen Monaten, und dort gesagt, dass er ins Zentrum seiner Forschung in Zukunft nicht mehr die Coronaviren, also er erforscht ja zu diesen Emergent Viruses, stellt, sondern die MERS-Viren, denn die seien der nächste Pandemiekandidat. Das heißt, wir müssen damit rechnen, das weiß auch die Politik, dass die Situation, die wir gerade miteinander durchleben, relativ bald wiederkommt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das ist eben auch der Grund, weil wir auf diesen größeren Kontext schauen müssen, als auf die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse, warum wir uns grundsätzlich anderen Ideen zuwenden sollten. Also warum Commons? Weil Commons produktiv sind, weil es darin fairer zugeht, weil sie demokratisch sind und natürlich eben in Sachen Fairness wegen des K in dem Flug. Aber auch, und das finde ich eine besondere Stärke dieses Diskurses, weil in der gegenwärtigen Krise über das, was wir gerade am Beispiel Lohnarbeitsbias kurz mal durchgespielt haben, zugleich auch die Eigentumsverhältnisse zementiert werden. Also wenn man sich zum Beispiel mal Mittelflüsse von den verfügbaren Geldern der Rettungsschirme anguckt, wo die tatsächlich hingehen und was tatsächlich unangetastet bleibt, dann wird man sehen, dass es auch da einen Eigentumsbias gibt. Also Mieten müssen gezahlt werden, auf Teufel komm raus. Man hätte ja auch auf die Idee kommen können, dass man Corona-Mieten zahlt und irgendwie das jetzt, weil alle nämlich weniger Geld brauchen, denn das Geld, was nicht ausgegeben wird, haben wir ja gesehen, das landet ja auf unseren Konten, dann hätten wir ja mal sagen können, auch Vermieterinnen brauchen im letzten Jahr weniger Geld und wir gehen da mal 30% runter. Es gibt viele andere Möglichkeiten als die, das Eigentum zu privilegieren. Und Commons brechen eben die Zementierung von Eigentumsverhältnissen auf. Und schließlich, weil es eben möglich wird, und auch das haben wir gerade an diesem Kurzarbeitsbeispiel gesehen, zu sagen, Mensch, wenn das so ist, dass wir fürs Nichts zum Geld kriegen oder wenn wir zum Beispiel jetzt erleben, dass wir halt tatsächlich nur 3 Tage in der Woche arbeiten und kein 5 und eigentlich könnte das doch auch so bleiben und wenn wir draußen in der Welt unterwegs sind und es gibt sozusagen nicht diese ganzen Konsuminfrastrukturen, dann erleben wir, dass wir Dinge tun können, die gar nicht unbedingt Geld kosten. Also da brechen Prioritäten, eventuell auch Überzeugungen auf, aber es kommt natürlich darauf an, dass Handlungsrationalitäten sich verändern und Handlungsmuster. Und deswegen ist diese Frage, was sind denn Muster des Commoning, eigentlich so wichtig. Damit habe ich auch gleichzeitig etwas gemacht. Ich bin nämlich von diesem Begriff der Commons zum Begriff des Commoning gegangen, habe also quasi gesagt, hier geht es nicht um irgendein Ding, ein abstraktes Konzept, sondern darum, dass wir in einer anderen Weise zueinander und zu der Welt um uns herum in Beziehung treten, um eine Beziehungsweise, um mit Bini Adamczak zu sprechen. Ja? Also was sind Muster des Commoning? How to enact the commons sozusagen, das ist die eigentlich zentrale Frage. Und da gibt es nicht nur eins, ja, so wie das Konzept der Klasse sozusagen nicht alle Ungerechtigkeiten und Schieflagen zutage fördert, gibt es auch aus meiner Sicht eben nicht nur ein Muster des Commoning, das Entscheidende ist. Wir haben 33 identifiziert in den letzten Jahren, die sind noch sehr allgemein, da kann man noch viel feingliedriger arbeiten und von diesen 33 möchte ich heute kurz 3 vorstellen, die mit dieser Pandemiesituation in einem Zusammenhang stehen. Das erste, das ist übrigens ein Kartenset, was wir gerade produziert haben. Vorgestern wurde es endlich angeliefert und falls da jemand mit zuhört, der eins bestellt hat, noch ein paar Tage Geduld, dann wird es im Briefkasten landen. Na jedenfalls das Erste, und das ist sicher auch allgemein bekannt, das ist auch nichts Neues, sondern Muster sind ja sozusagen der Kern gelingender Lösungen, die in ähnlichen Kontexten immer wieder auftauchen. Also etwas sehr Erfahrungsbasiertes, etwas, von dem wir wissen, weil Menschen es wieder und wieder und wieder erfolgreich praktiziert haben,
allerdings in jedem Kontext ein bisschen anders. Und das geronnen quasi in einer Formulierung, wie hier zum Beispiel das Produktionsrisiko gemeinsam tragen. Dafür ein Beispiel, das ich auch deswegen ausgewählt habe, weil es erstens viele von euch oder von Ihnen sich erkennen und zweitens, weil es in Deutschland ein Netzwerk der solidarischen Landwirtschaften gibt, die tatsächlich auch eine Umfrage dazu gemacht haben, wie diese solidarischen Landwirtschaften mit dem ersten Lockdown zurechtgekommen sind. Für mich bedeutet übrigens Solawi unter anderem, so zu wirtschaften, dass zwar Geld fließt, aber weder Preise noch Waren im politökonomischen Sinne existieren. Das Geld, was da fließt, das sind dann Beiträge. Es ist eben kein Preis. Und die Waren, die Dinge, die zurückkommen, das sind die Ernteanteile. Und das kann man gar nicht überschätzen, sozusagen, wie das eigentlich möglich ist, dass da Menschen eine Ökonomie praktizieren, die die Wirtschaftswissenschaftler überhaupt nicht denken können. Findet man sozusagen nicht in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern. Und ich habe es schon erwähnt, das Netzwerk Solidarischer Landwirtschaft hat eine Umfrage gemacht und das veröffentlicht auf der eigenen Website. Es gab einen relativ hohen Rücklauf zu dieser Frage, wie seid ihr mit den Hygienemaßnahmen, mit dem zusätzlichen Arbeitsaufwand und all diesen Dingen zurechtgekommen. Und sie haben zunächst einmal festgestellt, dass es bei mehr als 3/4 der existierenden, nicht der existierenden Solawis, sondern der Solawis, die an der Umfrage teilgenommen haben, das waren über 80, bei mehr als 3/4 gab es mehr Mitgliedschaftsanfragen als vor dem März, und das war zu Beginn der Saison, als vor dem März 2020. Nur bei 11 gab es weniger, 35% der Solawis waren schon ausgebucht und deswegen konnte es da keine Veränderung geben. Das Problem natürlich ist, wo kommt das Land her? Und wem gehört das Land? Also es gab in einigen Fällen zwar mehr Mitglieder, aber nur 13% der Solawis konnten in dieser Zeit auch flexibel auf diese Situation reagieren, indem sie ihre Anbaufläche leicht erhöht haben. 70% der Befragten hatten keine Schwierigkeiten mit Orga und Verteilung und nur 8% größere Probleme bei der Bewältigung der Arbeit, was wiederum damit zu tun hat, dass es bei 60% der Befragten Solawis eben auch mehr Mithilfeangebote durch die Mitglieder selbst gegeben hat und nur bei 18% weil dieses Mithelfen auf den Höfen oder in der Organisationsarbeit rund um die Solawi stagnierend. Das Netzwerk fasst zusammen. Unsere Umfrage bestätigt, dass gerade in der Pandemiesituation die soziale und wirtschaftliche Resilienz und die Attraktivität von lokalen Versorgungssystemen auf der Basis gegenseitiger Solidarität sehr hoch sein kann. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass in dieser Pandemiesituation endlich der Bereich Ernährung sozusagen auch als systemrelevant eingestuft wurde und wir dann aber merken, aber ohne die ausländischen Saisonarbeiterinnen, die uns den Spargel sozusagen auf die Teller stechen, geht es dann doch nicht, ist das ein ziemlich wichtiger Befund. Zweiter Punkt. Zweites Muster, und das hat jetzt sehr viel mit dem großen Thema Impfstoff und Allokation in Commons, also wie werden in Commons Dinge, die mehr werden, wenn wir sie teilen, zugeteilt zu tun. Das sind zwei, das eine heißt Wissen großzügig weitergeben und das andere beitragen und verbreiten. Und dazu muss man sagen, dass wir sozusagen in der Wirtschaft, wie wir sie kennen, haben wir im Wesentlichen ein Allokationsmuster. Ja, also wir sagen, es gibt Angebot und Nachfrage und durch dieses Spiel von Angebot und Nachfrage sozusagen entsteht ein Preis und der Interaktionsmodus zwischen den Beteiligten ist quasi das Kaufen und Verkaufen, also das Handeln von Waren.
Und das regelt der Markt durch seine unsichtbare Hand. Das ist im Wesentlichen immer dieser selbe Allokationsmodus, der natürlich voraussetzt, dass wir erstmal Eigentum sozusagen schaffen und das eben auch an Dingen, die, wie ich finde oder wie man in Commons denken würde, überhaupt nicht eigentumsfähig sind. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn wir denken lernen wie Commoners, dann würden wir grundsätzlich Wissen großzügig weitergeben. Aus dem einfachen Grund, weil Wissen sozusagen mehr wird, wenn wir sie teilen und dann am Ende für alle das Beste rauskommt. Und das heißt eben auch, dass wir anerkennen, dass Wissen, Ideen, Software, Design und so weiter sozusagen nicht genauso beschaffen sind wie Äpfel oder Fahrräder. Das heißt, diese Grundidee, diese Grundhaltung, Wissen großzügig zu teilen, hängt ganz eng mit diesem Allokationsmuster beitragen und weitergeben zusammen. Und das ist alles andere als banal, weil man in den letzten 250 Jahren erst dazu übergegangen ist, sozusagen diese Idee des intellektuellen Eigentums überhaupt in die Welt zu setzen und sie dann immer weiter hineinzutreiben, sozusagen in die kleinsten Wissensbestandteile der Produktion. Wie relevant das im Kontext von Covid-19 ist, das kann man sich wahrscheinlich schnell ausmalen. Ich habe gerade schon darauf hingewiesen, dass auf allerhöchster politischer Ebene darüber geredet wird, dass wir den Impfstoff als globales öffentliches Gut oder als Gemeingut produzieren sollten. Was ist die Realität? Die Realität ist, dass ein Land wie Costa Rica gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation schon Ende Mai eine Initiative gestartet hat. Die nennt sich CTAP, also der Covid-19 Technology Access Pool, wo es genau darum geht, diese Idee des Beitragens und Weitergeben, also Wissen beitragen, Wissen poolen gewissermaßen und weitergeben, Open Access schaffen, dafür sorgen soll, dass eben nicht nur Impfstoffe produziert werden. Das muss man sich vergegenwärtigen. Dieser Fokus auf Impfstoffen selbst hat schon so eine Art Nord-Süd-Bias, weil es sozusagen Ländern wie unseren eben möglich ist, ihre Bevölkerung von denen, die das wünschen, weitgehend durchimpfen zu lassen. Das ist in vielen Ländern Afrikas beispielsweise gar nicht der Fall. Und was viel zu wenig in den Blick genommen wird beispielsweise ist, was gibt es denn für Behandlungsmöglichkeiten dieser neuen Lungenkrankheit, die dafür sorgen, dass es überhaupt nicht erst schwere Verläufe gibt, die dann wieder sozusagen zu den Problemen in den in der Regel auch nicht wirklich zahlreich vorhandenen Intensivstationen führen und so dieses Problem auslösen. Also dieser Fokus auf Impfstoff ist selbst schon Teil, was ich vorhin gesagt habe, dass sozusagen die politökonomische Bedeutung einer Krankheit die Forschungsmittel lenkt und nicht die Anzahl der Menschen, die real leiden. Und deswegen ist es natürlich kein Zufall, dass eine Initiative aus einem Land des Südens kommt. Eine andere wichtige Initiative in diesem Kontext war die von Indien und Costa Rica, die gesagt haben, bis es eine Art Immunisierung der Weltbevölkerung gibt, müssten wir einen Waiver, also eine Art Aussetzung der Patente, die im TRIPS-Abkommen niedergelegt sind, sozusagen durchsetzen. Und das ist sozusagen diese Idee, zu sagen, ein Rechtsinstrument, was wir haben, also das Patentrecht niedergelegt im TRIPS-Abkommen, aussetzen, solange bis ein gewünschter Zustand erreicht ist. Das war der Vorschlag von Südafrika und Indien, und hier einen anderen Weg geht Costa Rica und die WHO, die sagen, wir müssen beitragen und weitergeben. Alles Wissen, was wir haben, beitragen und weitergeben, damit die Menschen vor Ort, die es brauchen, sich daran bedienen können. Weil sie wissen, dass die Situation genau auf dem Impfstoffmarkt, sagen ein Großteil der Weltbevölkerung, das haben wir vorhin in den Folien schon gesehen, unberücksichtigt lassen wird. Und ein drittes und letztes Muster, das ich zeigen möchte, ist, können wir denn darüber nachdenken, Dinge commonsgemäß zu finanzieren?
Also das heißt sozusagen, dass in der Finanzierung selbst schon die Grundidee angelegt ist, dass das Geld nicht sozusagen dahin geht, wo notwendigerweise was zurückkommt, also nicht verknüpft wird mit existierender Kaufkraft. Und auch das möchte ich mal am Beispiel der Impfstoffe illustrieren. Wir hatten insgesamt, das war ja sehr interessant, schon am 7. Januar, wenn ich das recht erinnere, wurde von chinesischen und internationalen Wissenschaftlerinnen der Erreger sozusagen entschlüsselt und der Weltgemeinschaft quasi geschenkt, zur Verfügung gestellt. Es wurde also Wissen großzügig weitergegeben. Und das war eben auch absolut notwendig, um überhaupt schnell zu Testverfahren zu kommen. Also in dieser Notsituation, das ist eigentlich was ganz Selbstverständliches, dass man diese Grundidee Wissen großzügig weitergeben umsetzt. Kaum wird das geschehen, kaum hat man die mit weitgehend öffentlichen Mitteln geförderte Grundlagenforschung sozusagen in der Welt und damit auch den Pharmaunternehmen bekannt gemacht. Sozusagen wurde in vielen Laboren und Unternehmen begonnen, ja mit diesem Wettlauf um den Impfstoff, wer ist zuerst am Markt. Und da gibt es nun sehr unterschiedliche Projekte insgesamt. Hat es 141 gegeben, die wir hier auf der Folie sehen, sind die bekanntesten davon. Und man braucht im Grunde nur auf die Farben zu schauen. Da sieht man nämlich, dass bei sehr vielen Projekten, CureVac, AstraZeneca, Novava und so weiter, und auch bei Pfizer-BioNTech, bei Moderna sowieso komplett, Moderna ist quasi eine Public Commons Partnership, sehr viel öffentliche Mittel drinstecken. Und wir deswegen auch sozusagen in die Lage versetzt sein sollten, über die Frage der Preisgestaltung der Impfstoffe mit zu verfügen. Und genau das, nämlich Transparenz in einer konkurrierenden Situation auf dem Impfstoffmarkt, dem künftigen Impfstoffmarkt, das war nicht vorgesehen, sondern diese Diskussion um die geplanten Preise sind eher versehentlich vom Innenministerium Belgiens veröffentlicht worden. Und da sehen wir was ganz Interessantes. Wir gucken noch mal kurz zurück auf den Vergleich von AstraZeneca und Oxford. Das ist nämlich eine sogenannte, sozusagen, ja, man könnte sagen, Public-Private Commons Partnership, in der man sich darauf geeinigt hat, zu sagen, wir wollen, dass die Preise so gestaltet sind, dass möglichst viele Menschen dazu Zugang haben. Und es geht im Wesentlichen darum, dass wir sozusagen die Institutionen so bauen, dass wir uns von der Idee verabschieden, dass der Preis über Angebot und Nachfrage gestaltet wird und dass wir das, was mit öffentlichen Mitteln teilweise auch öffentlich finanziert worden ist, öffentlich bleibt und wir diese Grundidee, Wissen großzügig weiterzugeben, sozusagen verteidigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir preisgünstigere Produkte haben, die letztlich allen zur Verfügung stehen. Und damit bin ich eigentlich bei diesem Punkt zu sagen, wenn wir solche Muster des Commoning ernst nehmen. Ich habe es schon gesagt, wir haben 33 identifiziert, es gibt sicher mehr. Es gibt bestimmt 10 bis 15 davon, die für diese Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Pandemie um, wie produzieren wir überhaupt Medikamente und Impfstoffe, extrem relevant sind, dann kommen wir nicht drum rum, eben Institutionen neu zu denken. Also beispielsweise, warum ist das eigentlich so, dass es so viele Public-Private Partnerships gibt, trotz der vielen Probleme, die gut dokumentiert sind? Und wir aber keine rechte Vorstellung und auch keinen Rechtsrahmen für Commons-Public Partnerships haben. Oder für Commons-Public-Private Partnerships, wie wir das eben im Fall von der University of Oxford und AstraZeneca gesehen haben. Und genau sowas tut beispielsweise die Drug for Neglected Disease Initiative, die sich schon seit Jahrzehnten dafür einsetzt, eben dafür zu sorgen, dass Forschung,
und Entwicklung nach anderen Grundsätzen funktioniert und sich tatsächlich wieder daran ausrichtet, was Menschen real für Bedürfnisse haben und wo Menschen tatsächlich leiden. Das heißt, die vernachlässigten Krankheiten, die über den Markt vernachlässigt sind, weil es einfach nicht genug zahlende Kundschaft gibt, wieder in den Blick zu nehmen. Und wenn man das tut, dann geht es nicht nur um die Frage, was weiß ich, was kostet die Forschung und was kostet der Impfstoff. Dann wird man entdecken, dass man auf ganz neue Ideen und Kooperationsformen und auch Lösungsansätze kommt, wie das bei DNDi jetzt im Kontext der Covid-Krise auch der Fall ist. Und dass das im Grunde ein ganz simpler Gedanke ist, der bis zu dieser großen Wende, die von Yuval Harari als eine der folgenreichsten Revolutionen der Menschheitsgeschichte beschrieben wurde, eigentlich ja wahrscheinlich selbstverständlich gewesen ist. Das hat zuletzt Ende der 1950er Jahre dieser Mann, Jonas Salk, gezeigt. Jonas Salk war einer der Haupt, man sagt der Erfinder des Impfstoffs gegen die Kinderlähmung, die in den 50er Jahren tatsächlich die mittelamerikanischen Städte, die Städte im mittleren Westen der USA in den Sommermonaten leergefegt hat und für eine wahnsinnige Hysterie und auch für ganz viele Verschwörungstheorien gesorgt hat. Und es gibt ein Interview mit Jonas Salk aus dieser Zeit, die Impfstoffentwicklung hat, glaube ich, 10 Jahre damals gedauert. Und er ist dann umgehend sozusagen als nationaler Held gefeiert worden. Und es gibt ein Interview mit Jonas Salk, in dem er gefragt wird, ja, wem gehört denn jetzt eigentlich der Impfstoff? Und dann sagt Jonas Salk, ja, wer soll schon dieser Impfstoff gehören? Kann man denn die Sonne patentieren? Und er hat ihn dann der Weltgesundheitsorganisation überantwortet, die dann dafür gesorgt hat, dass er in der ganzen Welt verbreitet wird. Es geht also dann letztlich darum, um diese Haltung und diese Frage, in welcher Welt will ich leben und wie kann ich lernen, gewissermaßen wie ein Kommender zu denken, um diese Handlungsmuster des Commoning sozusagen in die Welt zu bringen und damit eine Welt zu schaffen, jenseits von Markt und Staat, die eigentlich immer dieselben Spaltungen erzeugt. Und nicht, weil da jemand irgendwie dran schuld ist, sondern weil wir individuell dran schuld ist oder so, sondern weil wir tatsächlich Institutionen gebaut haben und sozusagen gesellschaftlichen Logiken folgen, in denen dieses Denken Sinn macht. Nur leider gibt es da eben einen Argumentationsabbruch. Genau. Und damit lade ich euch ein, vielleicht noch zu einer kleinen Diskussion und ansonsten natürlich dazu, dieses Denken zu lernen, wie ein Kommender ein Stück mit in eure Welt zu nehmen und zu sehen, dass das das Ganze transformiert. Also eben nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Institution, die Fragen der Entscheidungsfindung, die Fragen, wer ist drin, wer ist draußen, die Fragen der Mitsprache, sondern eben auch die Kultur des Miteinanders und sozusagen unser Mensch-Natur-Verhältnis verändert und dadurch letztlich auch uns selbst. Dankeschön.